Hallo Armin, willkommen auf der Arminia Fanmeile. Heute mit dem Bericht zur zweiten Runde des Krombacher Pokals auf Verbandsebene. Trainer Norbert Meyer rückte beim Aalener Vorstadtverein Vorhelm mit einer B-Mannschaft an. Die angeschlagenen Hornig, Teströt, Müller und Salger sowie Jerome Profeta blieben gleich zu Hause. Nicht im Kader waren zudem Tom Schütz und Christoph Hämlein, die geschont werden sollten. Auf der Bank nahmen die Stammspieler Schwolo, Dick, Schupan und Mast Platz. Die Arminia begann vor 1100 Zuschauern bei schwachem Flutlicht direkt stürmisch. Bereits in der zweiten Minute konnte Kapitän Klos mit einem Schuss aus 16 Meter zum 1:0 einschieben. Hille und Striffler scheiterten kurz darauf nur knapp am Torwart. 12 Minuten später, in der 14. Minute, kam Marc Lorenz mit einem wunderschönen direkten Freistoß in den Winkel zum 2:0. In der 24. Minute versuchte sich Daniel Brinkmann an einem Lupfer. Dieser prallte leider nur an den Pfosten. Doch eine Minute später wiederholt Kapitän Klos aus kurzer Distanz zum 3:0. Weitere Schüsse von Brinkmann und Klos konnten von der Vorhelmer Verteidigung auf der Linie geklärt werden. So stand es 3:0 zur Halbzeit. Der eingewechselte Baschkim Renneke verwandelte zum 4:0. Danach ging es Schlag auf Schlag. Lohmann mit dem 5:0. Doch nicht unser Maskottchen, sondern der Vorhelmer Verteidiger mit einem Eigentor. Danach erneut Renneke. Zudem erhöhte Börner per Kopfball nach einer Ecke zum 7:0. Und U23-Stürmer Gian Bolat zum 8:0 Endstand. Vorhelm hatte im ganzen Spiel nicht eine einzige Torchance. Somit zieht Arminia souverän ins Achtelfinale ein. Der nächste Gegner wird der SC Roland Beckum sein. Der Termin dafür steht noch nicht genau fest.